Die Schwerkraft ist schon ein nervend Ding. Vorhin habe ich eine Tasse vom Tisch gesammelt. Und siehe da, die Schwerkraft hat sie sicher zu Boden geleitet und dort gleich in 20 Scherben zerspringen lassen. Die Schwerkraft ist eine starke Kraft. Das merkt man, wenn Satelliten ins All befördert werden. Was für eine riesige Rakete wird gebraucht, um da so einen 200-Kilo-Schrank in die Luft zu befördern. Aber dann geschieht etwas Interessantes. Die Satelliten oder sogar die Suchsonden für Planeten und außerhalb, die nehmen dann die Schwerkraft der Planeten als Beschleunigung. Die sausen dann swing, swing, swing von Planet zu Planet und jedes Mal werden sie ein bisschen schneller. Von Richtung Mars und dann Jupiter und weiter und so überhaupt kommen sie raus. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, heißt's in dem Römerbrief Kapitel 8. Und ich denke, mit der Liebe Gottes ist es vielleicht wirklich ein bisschen so wie mit der Schwerkraft. Die Liebe Gottes kann nervend sein, weil man ist doch selbstständig und will auch nicht dauernd geliebt werden. Aber für die, die sagen, ach, ich war jetzt lang genug Couch Potato, ich swing mich mal in neue Räume, ist die Liebe Gottes eine gute Beschleunigung. Denn die Liebe Gottes will, dass wir freie Räume kennenlernen. Die Liebe Gottes will uns beschleunigen, wenn wir neu aufbrechen hin ins Unbekannte, um dort auch Gott ganz neu und ganz ungewohnt kennenzulernen. Also hoch von der Couch und auf neue Erfahrungen mit Gottes Liebe machen.